Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure mit mir, euren Dengoku Senpai. Beim letzten Mal haben wir mit Tai ein Frigimon geschmolzen und mit Matt haben wir versucht TK zu finden, aber TK ist immer noch weg und dann kommt jetzt die Folge Invasion Moyamon. Matt und Gabumon suchen weiter nach TK und wir haben immer noch diesen Dungeon hier. Wisst ihr was, wir gehen da jetzt erstmal rein. Ja. Obwohl, jetzt ist das im Moment ein bisschen kritisch mit einer Figur alleine. Deswegen, einen Dungeon machen wir auch online, on-screen, aber ja. Beim anderen Mal. Wenn wir mehr Leute haben, zumindest. Oh nein, Matt ist krank. Lass in die Höhle gehen, damit du dich erholen kannst. Die Musik ist immer so dramatisch. Ja, Gabumon macht sich große Sorgen um Matt. Weil er erkältet ist, der Arme, und versucht ihn aufzuhalten. Dann geht Gabumon los, um Feuerholz zu suchen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Matt hält sich nicht daran, was er versprochen hat, sondern rennt einfach raus, fängt an zu husten und ja, ganz plötzlich kippt er um. Und das war's dann mit ihm. Er ist tot. Game over. Ah, und jetzt findet Gabumon Matt. Erledigt. Platt. Macht ein Feuer an. Und, um ihn noch zusätzlich zu wärmen, er wird sterben, wenn ich ihn nicht wärme. Und jetzt nimmt er sein Fell ab und legt es auf Matt. So. Und am nächsten Morgen reißt er sich ganz schnell sein Fell zurück und zieht sich das wieder an, damit niemand sieht, wie er eigentlich aussieht. Und jetzt fängt nämlich Gabumon an mit seinem Schnupfen. Yay, wir haben Tai mit dabei. Oh, ich muss mal kurz gucken. Bevor ich jetzt irgendwie einen Dialog verpasse. Complete Dialog with Taichi Boost Link. Okay. Dann müssen wir den Dialog beenden. Wo ist er denn? Tai? Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, HP Boost. Maximal HP um 200. Tai, wo bist du? Ist weg. Na gut, komm her. Aber wir müssen jetzt eigentlich mit beiden kämpfen. Yo. Und jetzt brauchen wir auch keine Digitation mehr. Jetzt geht das auch wieder so. Kleines Feuer. Ja, locker. Guck dir das an hier. Kleine Flamme. Baby Flame! Ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen. Ich bin so blöd. Level 14 für Gabumon. Yay. Gut, ich mache einfach Pi mal Daumen wieder. So, komm her. Wir wollen die Erfahrungspunkte. Müssen wir digitieren? Versuchen wir es erstmal so. Wir müssen definitiv digitieren. So einfach geht's dann doch nicht, Leute. Der Mega Flamme Break. Sehr cool. Na, ach, wie süß. So, machen wir hier einen Garurumon. Check. Check in. Come in and find out. Ich will den Boost zwischen Tai und Matt. Die beiden haben sich ja so lieb. Sie haben sich auch fast gar nicht geprügelt in der Serie. So, sehr gut. Komplett. Ach, wie süß. Komm her. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Oh, wie süß. Eins alleine. Ich überlege gerade. Machen wir einen normalen Angriff. Na, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Na, ich meine, das ist auch kein Numemon. Wir sprechen hier immer von Betamon. Au. Damage-technisch schaut das wie schon einiges raus. Aber schadet uns nicht allzu sehr. So, Spitzenzähne, okay. Ich will mal was gucken. Rüste, Agumon. Nee, Gabumon. Das passt sogar da rein.
Ich werde irgendwann nochmal alles von vorne machen. Also alles auseinanderbauen, also alles abbauen und dann gucken, wie ich die Werte am höchsten kriege mit den höchsten Items, weil. Oh, ich hätte vielleicht nochmal eben heilen gehen sollen. Weil wegen Baum und so. Nein, weil man so vielleicht ein paar Item-Slots sparen kann. Vielleicht sogar. Na, okay, das bringt überhaupt nichts hier. Autsch. Du Hure, stirb! Stirb durch mein kleines Feuer! Verbrenne! Ich könnte was zum Heilen gebrauchen, definitiv. Dun, dun, dun. Argument reicht gleich auch schon Level 14. Ich habe irgendwie Panik, dass ich in die falsche Richtung laufe. Und vor allem, dass ich Items verpasse. Ich will ja alles haben. Eine große Fläche. Na komm her. Kann ja nicht. Oh, zwei Stück. Hm. Also eins kriegen wir definitiv schon mal down. Sollten wir auch. Damit wir nicht in eine Bredouille kommen. Oh, Alter. Oh, kleines Feuer! Alter, bam, in dein Gesicht, du Affe. Ey, warum bist du so oft dran? Wir sind gleich tot. Wir sterben nicht so einfach. Wir sind gut. Ja, Sir! Gewonnen! Und fast der Level up. Fehlt nur ein klitzekleines bisschen und da mein Item. Bin ich sogar richtig gelaufen? Also richtig im Sinne von Items, ne? Nicht richtig im Sinne von, oha. Ne, da mal jetzt kein großes Spiel draus oder kein Spiel. Da gehen wir jetzt gleich mit voller Kraft drauf. Yo. Und tschüss. Da will ich kein Risiko eingehen, denn ich bin zu stark. Nein, so nicht, denn ich will das große Horn in sein Gesicht. Und er schreibt mir die Nase voll. Sieht aus wie Schnotten. Hey, Greymon, hast du Schnotten? Ein wenig. Level 14, geil. Ja, Level 15 erreichen wir locker vom Bossfight. Und das ohne Offscreen trainieren zu müssen. Klar, wir nehmen dafür wirklich viele Digimon mit. Oh, da ist ein Weg. Ist das der Weg? Oh, da habe ich gerade mal die Heizung angemacht, weil es hier arschkalt drin ist, ne? Und jetzt diese Heizungsluft, das ist so ekelig. Nein! Ich gehe da erstmal hoch. Sieht so wrong way. Oh yeah, Item. Mein Item-Gespür hat mich mal wieder in die richtige Richtung gelenkt. Na, komm her. Komm her, Shellmon! Du trittst hier immerhin gegen zwei super starke Digimon. Die blinken die ganze Zeit. Also ich kann den Boost kriegen. Die Unterstützung. Aber die kommt nie. Mann. Oha, wir haben kein SP mehr. Na, Greymon ist ja wieder voll, aber Garurumon. Muss Greymon das halt übernehmen. Egal. Oh, wie süß. Ja, Champion kann uns niemand was nachsagen. Das war dämlich, das war voll blöd. Also der Satz an und für sich war doof. What the fuck? Hätte doch eben sterben gehen können. Attacke. Wow. Und tschüss. Dun, dun, dun. Badabababa. Okay, wir haben bald Level 15 mit Gabumon erreicht. Sehr gut. Dauert auch nicht mehr lang. Hier ist was zum Heilen. Da ist das ja doch der richtige Weg. Oh, Item. Was liegt ein. Gibt einem Gegner Break-Status hinzu, okay? Ah, okay, dann konnte man einfach nur umkreisen. Mehr war das nicht. Ach, come on. Dein Mutter, hä? Dein Mutter stieg nach Kacke. Ja, weißt du, was die Scheiße ist? Ich hab gesagt, sie riecht nach Kacke. Ah! Oh mein Gott. Wenn der Kommentarstil im Grund und Boden sinkt.
Bam, Bitch! Ich guck ja nochmal, ob ich irgendwas Schönes bauen kann oder basteln. So ein bisschen ATK-Boost oder sowas. Und da möchte ich auch gerne im nächsten Part den Dungeon machen. Ganz einfach, weil ich es kann. Nee, weil man durch solche Dungeons auch neue Items kriegen kann. ATK-Boost. Könnte ich hier einbauen. So. SP-Boost. Da können wir ihn klein machen. Ah, dann können wir hier Gabum nochmal irgendwas geben. Okay, der ist voll. Er ist jetzt bei 123, ne? Wir nehmen mal eben alles ab. Weil wir es können. So. SP-Boost den. Ne, SP-Boost 3. Ach, das ist natürlich unpraktisch, ne? Das ist er direkt bei 123 mit. Dann möchte ich gerne, dass er einen ATK-Boost kriegt. Den können wir dahin packen. Ein Speed Boost. Speed muss er nicht unbedingt mehr haben. Auf jeden Fall HP. Wenn das mal gehen würde, fuck off, ey. So. Toll, super. Speed Boost. Nee. SP Boost kann ich auch vergessen, ist auch kein Platz mehr für da. Wie doof, ey. Aber wir haben immer die Kleinigkeiten ausgetauscht für größere, was auch sinnvoller ist. So, Gabumon, können wir bei dir auch mal eben kurz ein bisschen rumbasteln? So. SP-Boost 3. So. Dann kriegst du einen ATK-Boost. Den packen wir mal dahin. Ach so, Anti-Langsam ist sogar eine Fähigkeit extra. Das sieht ja so eklig, ne? Ich hasse sowas. Weg, weg. Packen wir dich mal dahin. So. Du bist voll langsam, Agumon. Voll lame. So, das wäre unnötig. Da. Das ist alles so eine Platzverschwendung irgendwie. ATK-Boost. SP-Boost. Jetzt haben wir nur die Geraden. Aber gerade geht ja nicht. Gut. Haben wir ein bisschen rumgebastelt. SP braucht Argumon eigentlich noch, aber das reicht irgendwie vom Platz her nicht. Aber Leute, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet wieder an, wie es heißt. Let's play Digimon Adventure. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.